Darf ich Ihnen vorstellen, Herrn Finkel, den meisten auch hier kennen, Theologe, Pfarrer seit 1992, war von 1992 bis 2007 Beauftragter für Sitten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche, der Kirchenbund Sachsen. Ebenfalls seit 1992 wissenschaftlicher Referent an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema von heute auch in Humanismus aktuell, außerdem zu Religions- und Weltanschauungsfragen, speziell in Bezug auf die Neuapostolische Kirche. Seit 2013 ganz frisch jetzt Hochschulfahrer in Erfurt und Leiter der Region Nord der evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen. Ich begrüße Sie, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Zwei meiner Vorredner haben gesagt, Ihnen ist wie die Anrede wichtig, so sage ich dann auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Horst, ich danke für die Einladung und ich beginne, ohne dass wir uns abgesprochen haben, auch nochmal mit einer Bemerkung über die 26 Seiten lange Rezension von Groschow über Florian Barbs Humanismusbuch. Als ich die im Internet entdeckte, schrieb ich Horst Groschow eine Mail, in der ich fragte, ob das denn angemessen sei, eine derart lange Rezension zu schreiben. Und er antwortete in der gewohnt knappen Art: Wenn es um den Humanismusbegriff geht, dann ist das für uns so, wie wenn ihr über Gott redet. Die Frage, was Humanismus ist oder wirklichkeitsnaher, worum es beim Humanismus geht, beschäftigt uns ja nun. Das ist ja immer die Schwierigkeit solcher etwas vorgefertigter Manuskripte und ist natürlich in der Tat für eine humanistische Organisation eine zentrale Frage. Ob jedoch der Vergleich mit Gott stimmt, wage ich zu bezweifeln. Für mich geht es bei meinem Versuch, ein christliches Leben zu führen, nicht in erster Linie darum, Gott zu ergründen. Übrigens geht das nach der christlich-jüdischen Tradition auch gar nicht, sondern es geht eben darum, um die Frage, wie man ein gutes, ein sinnvolles, ein erfülltes Leben führt. Als Theologe würde ich sagen, ein gutes Leben in Anbetracht der Wirklichkeit Gottes. Es geht um ein gutes, wir haben ja die Begriffe vorhin schon auch gehört, barmherziges, zugewandtes Leben. Dieses Leben würde ich als ein humanes oder humanistisches Leben bezeichnen, aber ich will diese Diskussion um den Humanismusbegriff hier gar nicht weiterführen, sondern ganz kurz auf einige Aspekte hinweisen, die mir in den letzten Jahren, Sie wissen, ich habe mich seit einigen Jahren ja ein Stück mit dem Thema humanistischer Verband beschäftigt. Ich habe vieles gelernt, ich habe viele interessante Impulse bekommen und möchte nur ein paar Blitzlichter geben. Ein erstes: Wir alle wissen, dass der organisierte Humanismus ein vielgestaltiges Phänomen ist. Überhaupt lässt sich natürlich fragen, ob sich Humanismus überhaupt organisieren lässt. Das ist ja die Frage, die an einen alten Streit in der Freidenkerei erinnert: Lässt sich freies Denken organisieren? Ich habe in den Jahren, in denen ich mich, das als Außenstehender etwas beobachtet habe, immer wieder den Eindruck gehabt, und das ist ja kein Geheimnis, es wurde ja auch heute hier schon wieder deutlich, dass sozusagen die Szene eine disparate Gesellschaft ist. Die vielen Beispiele, manchmal möchte man fast sagen, unvereinbarer Positionen kennen Sie. Kein geringerer als Helmut Fink, der Vorsitzende des Corso, hat im Sommer letzten Jahres auf dem Hamburger Humanistentag die Szene ja erstaunlich selbstkritisch beschrieben. Schonungslos legte er ja dar, warum die Arbeit des Corso nicht so richtig in die Gänge kommt, und er benutzte pikanterweise eine Formel aus dem kirchlichen Kontext, indem er davon sprach oder er appellierte daran, versöhnte Verschiedenheit zu ermöglichen. Doch natürlich bleiben die Probleme, wenn Sie reingucken, wenn Sie sich das ein oder andere angucken, sehen Sie es ja alles. Parallel zum diesjährigen Katholikentag in Regensburg findet der Humanistentag 2014 statt. Auf der Homepage heißt es, der Humanistentag präsentiert die deutschlandweite Szene der Nicht-Religiösen, der Nicht-Konfessionellen, der säkularen Humanisten, der Freidenker, der Skeptiker, der Agnostiker und der Atheisten. Aber der HVD ist nicht dabei. Also wenn man könnte es verkarlauern und sagen, ein Humanistentag ohne humanistischen Verband, das ist wie ein Katholikentag ohne Katholiken. Es ist natürlich die Frage, die auch keine rhetorische Frage ist, sondern sicher eine zentrale Frage. Natürlich lässt sich freies Denken organisieren. Wie ließe sich denn überhaupt freies Denken organisieren? Sie werden das kennen. Es gibt
Animositäten, es gibt persönliche Profilierungssüchte, es gibt Freundschaften, es gibt Feindschaften. Alles das kann man ja beobachten. Aber was ist das natürlich eigentlich, freies Denken ohne Dogmen? Denn natürlich gibt es, und ich danke auch Horst Groschow für einen seiner jüngsten Texte, wo er das nochmal plastisch beschrieben hat, denn natürlich gibt es auch in der Freidenkerei Prämissen, die nicht hinterfragt werden können. Auch das freie Denken, so schreibt Groschow in seinem Text, besitzt einen Kanon an Auffassungen und Werturteilen, die eben nicht zur freien Disposition stehen, Individualität, Freiheit, Demokratie, Solidarität und Diesseitigkeit. Sie merken, ich spiele, und das ist mir auch, jetzt habe ich einmal das Wort, jetzt nutze ich das auch, ich spiele auf die wissenschaftliche Arbeit von Horst Groschow an, die er in den letzten Jahren geleistet hat. Mir ist durchaus deutlich, dass manche in den Mitgliedsverbänden, in den humanistischen, in den freidenkerischen Verbänden unterschiedlicher Couleur seine zahlreichen Tagungen und Publikationen vermutlich auch als entbehrlich erachten. Ich persönlich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist und möchte deswegen, ohne hier mit irgendwem diesen Satz abgesprochen zu haben, einfach mal sagen, Horst Groschow ist ein Glücksfall für die humanistische Szene. Und er ist eben auch ein Glücksfall für etwas, was mir weit über so einen Tag wie heute hinaus halt wichtig wäre, so für den Dialog, also für den nennen wir ihn christlich-humanistischen Dialog, oder wie wollen Sie ihn nennen, oder nennen Sie den religiös-humanistischen oder atheistischen Dialog, wie auch immer. Das ist ja, die Begriffe sind ja alle schwierig, aber wir brauchen, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, wir brauchen, auch damit uns diese Gesellschaften nicht um die Ohren fliegen, früher oder später einen guten, einen konstruktiven, einen besseren, einen sinnvollen Dialog miteinander. Ich möchte aber noch etwas sagen zum Thema Konfessionslosigkeit oder zu den ganzen Statistiken, die ja Carsten Frerk heute früh auch nochmal eindrücklich uns vorgetragen hat. Die häufig zu hörende Aussage, die ja richtig ist, statistisch richtig ist, dass das größte Drittel der Deutschen inzwischen konfessionslos sind, wird gelegentlich so subkutan, einem ja so präsentiert, als würde das bedeuten, dieses Drittel wären zwangsläufig die stillen Sympathisanten der humanistischen oder der atheistisch-freidenkerischen Bewegung. Ich halte diesen schnellen Schluss für abwegig. Die Konfessionslosen sind, auch das wurde eigentlich heute für auch deutlich, die Konfessionslosen sind genau wie die konfessionslosen Verbände höchst disparat. Und man kann ein solches Corpus Mixtum nicht als sozusagen stille Mitglieder vereinnahmen. Fast möchte ich sagen, auch das wäre mir eine Botschaft, die ich gerne hier im Raum auch lasse, fast möchte ich sagen, die Konfessionslosen sind ein Missionsgebiet für die freidenkerisch-humanistischen Organisationen. Sie sind eine wichtige Zielgruppe für ihre Arbeit, aber es sind sie natürlich auch für die Kirchen und für alle missionarisch aktiven Gruppen. Es gibt also einen Wettstreit darum, wer von uns die Konfessionslosen erreicht oder erreichen könnte oder besser erreicht. Das ist beliebig, was Sie da einsetzen. Und dabei sind, so paradox es klingt, die Kirchen und die konfessionslosen Verbände sich erstaunlich ähnlich. Die konfessionslosen Verbände haben oft noch nicht begriffen, dass sie den Konfessionslosen etwas bieten müssen, um attraktiv zu sein. Das war ja jetzt die letzten Diskussionen zum Wortwechsel, konnte ich ja nicht vorher wissen, dass es hier so läuft. Also sie müssen die Konfessionslosen im Prinzip umwerben. Ich sage es mal ein bisschen polemisch, ein kollektiver Kirchenaustritt zum Hasenfest ist möglicherweise originell, aber er trägt eben nicht durchs Leben. Da muss nur der Hamster tot im Laufrad liegen oder um im Bild zu bleiben, da muss nur der Hase schwächeln und schon werden Sie merken, dass die Lebenshilfe mit Sprüchen eben nicht zu machen ist. Aber das gilt natürlich auch für die Kirchen. Auch die Kirchen haben längst noch nicht begriffen, dass sie sich um die Konfessionslosen bemühen müssen. Als kirchlicher Insider könnte ich Ihnen das an vielen Stellen belegen. Ich mache es mal ganz banal, an der ersten banalen Stelle. Ich gucke mir manchmal kirchliche Schaukästen an, Gemeindebriefe und Ähnliches und stelle fest, es wird eine Sprache benutzt, die eine Insidersprache ist.
mit der Außenstehende kaum was verstehen können. Ich habe in Erfurt jetzt mal angeregt, es gibt manchmal, wenn so Gottesdienst mit Abendmahl ist, dann schreiben die hin 10 Uhr Gottesdienst, Klammer auf, A, Klammer zu. Und ich sage, könnt ihr nicht mal hinschreiben, was, wofür das A steht? Dass das für Abendmahl steht oder so. Dahinter steckt für mich die erstaunliche, Horst hat ja vorhin noch Geschichten erzählt, ich erzähle jetzt auch eine Geschichte. Als ich mal in Brandenburg Pfarrer war, sprach ich mit meinen Konfirmanden darüber, dass die Konfirmation auch die Zulassung zum Abendmahl ist. Nach evangelischem Verständnis ist es die Zulassung zum Abendmahl. Und da sagte einer meiner Konfirmanden, wie, das verstehe ich jetzt nicht. Abendbrot essen kann ich doch auch ohne Konfirmation. Also, ich war bei dem Punkt zu sagen, sozusagen, dass es da einen Wettstreit gibt oder dass auch die Kirchen schauen, wie sie neu auf die Konfessionslosen zugehen können. Als Theologe würde ich mal sagen, und da geht es nicht. Ich glaube, es ist völlig wirklichkeitsfern zu denken, dass man da Mitglieder gewinnt. Ich glaube allenfalls, dass man sozusagen mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Die Zeiten der großen Mitglieder sind vorbei, Mitgliederschaften sind vorbei. Aber ich würde eine Lanze dafür brechen, zu sagen, wir wissen nicht so genau, wo die Konfessionslosen weltanschaulich hingehören. Deshalb hat der Carsten Freck vorhin alles vorgetragen. Es ist höchst diffus. Nur natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt ein bisschen sticheln würde, wenn ich ein bisschen sticheln darf, würde ich natürlich auch sagen, wir wissen auch nicht so genau, wo die konfessionslosen Verbände weltanschaulich stehen, wenn man ihnen solche Fragen stellen würde. Sie haben ja vorgetragen, das sind konkrete Fragen, persönlichen Gott und bestimmte Glaubensvorstellungen. Ich glaube, da würden halt auch höchst disparate Bilder und Farben herauskommen. Vor wenigen Tagen hat sich in Nix Blockhaus jemand darüber echauffiert, dass der katholische Bischof von Dresden Atheisten als tiefgläubig bezeichnet haben soll. Ich will das schon mal sagen hier in dieser Runde. Ich teile diesen Widerspruch des kirchenkritischen Forums. Auch wenn ich ihn anders akzentuieren würde, die Rede davon, dass die Konfessionslosen eigentlich Gott suchen, ist eben genauso ein, das wäre der kirchliche Selbstbetrug, wie die Haltung, dass sie eben eigentlich zu irgendwelchen anderen Verbänden gehören. Sondern ich glaube, wir müssten sogar noch mal schauen, ob man diese Form von Konfessionslosigkeit auch als eine andere Form weltanschaulicher Orientierung ernst nimmt. Das ist ein Thema, was mich in letzter Zeit ein paar Mal beschäftigt hat und ich bin darauf, habe entdeckt, einen katholischen Pfarrer aus der Tschechei, Thomas Halic, der in einer gewissen Szene sehr bekannt ist. Er ist nämlich einer der wenigen Theologen, der sich mit dem Thema Atheismus etwas genauer beschäftigt hat. Er wurde 1978 in der Illegalität in Erfurt zum Priester geweiht und er hat ein paar ganz interessante Bücher zu diesem Thema Atheismus geschrieben oder der Frage, wie man damit umgeht, mit zum Teil wirklich erstaunlichen Sätzen. Und in einem seiner Bücher schreibt er, mit den Atheisten stimme ich in vielen überein, in fast allem, Gedankenstrich, außer dem Glauben, dass es Gott nicht gibt. Nun mögen Sie der Nachsatz nicht gefallen. Mir gefällt erstmal der Anfang. Dass man erstmal dieses weltanschauliche Thema auch ernst nimmt an dieser Stelle. Und an anderer Stelle heißt es, mit Atheisten bestimmter Prägung kann ich die Wahrnehmung der Abwesenheit Gottes in der Welt nachvollziehen. Ich erachte ihre Deutung dieses Gefühls jedoch für, und er sagt dann übereilt. Er hat so die Theorie, dass man sagt, man müsste da langsamer sein. Aber immerhin, das sind auch andere Töne. Und ich sagte ja, dass ich glaube, ohnehin, dass der Graben, das habe ich gelernt in den letzten Jahren, in denen ich mich hier ein bisschen mit der Szene beschäftigt habe, ich glaube, dass der Graben gar nicht ist zwischen sozusagen hier den Frommen und da die Atheisten. Ich glaube, der Graben oder das Problem, was wir haben in dieser Gesellschaft ist, es gibt Menschen, die sich mit dem Ernst der menschlichen Existenz beschäftigen und es gibt Menschen, die sich diesem Ernst der menschlichen Existenz überhaupt nicht stellen. Und es gibt natürlich die sich mit dem Ernst stellen, die finden unterschiedliche Antworten. Das ist völlig legitim, aber ich würde eben eher sagen, und das ist auch meine Achtung vor den humanistischen Organisationen, zu sagen, wir haben eben eine andere Antwort gefunden, aber wir sehen den Ernst der menschlichen Existenz. Und das ist, finde ich, ein entscheidender Punkt.
In vielen kirchlichen Kreisen, ich komme zum Schluss, in vielen kirchlichen Kreisen wird darüber diskutiert, wie Mission aussehen kann und wie man mehr Menschen erreicht. Das können Sie sich ja nach den Zahlen, die Herr Freier vorgetragen hat, gut vorstellen. Dazu gibt es eine Fülle von Konzepten, zumal aus dem englischsprachigen Raum, und viele dieser Konzepte verfolgen eine klare Methode, dies tun, so reden und so irgendwas erreichen. Mir ist das alles suspekt. Ich glaube überhaupt nicht, dass man Menschen dank besonderer Methoden erreicht. Meine tiefe Zurückhaltung in dieser Frage wurzelt sicher auch in meiner Kindheit und Jugend in der DDR, wo ich eben auch erlebt habe, wie Menschen sozusagen auch ein Stück massiv, indem man das Wort missioniert oder beeinflusst oder was wollen sie, oder agitiert wurden und trotzdem in starker innerer Distanz geblieben sind. Ich glaube eben nicht, dass man als Christ, und ich gebe Ihnen das mal mit und sage, ich glaube auch nicht, dass man als Atheist Menschen erreicht, indem man sie missioniert, sondern man erreicht überhaupt nur etwas, indem man so lebt, dass man gefragt wird, wer bist du, was glaubst du, was denkst du und wie lebst du? Und vor dieser Herausforderung stehen eben auch in gewisser Weise eben die humanistischen Organisationen. Sie haben es ja gesagt, müssen es ja gar nicht wiederholen, die Polemik, die Kirchenkritik, die alles immer einen bestimmten Unterhaltungswert hat, trägt aber natürlich nicht. Sie wärmt die Herzen, ich habe ich mal irgendwo gesagt, dann ich springe mal ein Stück hier. Ich würde mir wünschen, ich sagte es bereits, dass wir einen besseren Weg zum Dialog zwischen Humanisten und Christen finden, und möchte mit einem Zitat enden von einer Persönlichkeit, von der man vielleicht so ein Zitat nicht erwartet hätte, zumindest den Anfang. Ich sage Ihnen erstmal das Zitat und dann, wir sind ja nicht bei Günther Jauch, ich lasse Sie da nicht raten, wer es ist, aber vielleicht weiß es ja sogar der eine oder andere. Das Zitat dazu lautet: Zum Dialog der Religionen muss heute vor allem das Gespräch mit denen hinzutreten, denen die Religionen fremd sind, denen Gott unbekannt ist und die doch nicht einfach ohne Gott bleiben. Und naja, gut, dann kommt was, was Ihnen nicht ganz gefallen wird, die ihn wenigstens als Unbekannten dennoch anrühren möchten. Herr Barth, wissen Sie, wer das ist? Franziskus. Das ist Benedikt XVI. Gewesen. Aber es ist eben, was eben für mich interessant ist, ist, dass schon, sagen wir mal, auch in bestimmten kirchlichen Kreisen sozusagen ein Sinn für den Dialog in diesem Weltanschauungsbereich wächst. Wir brauchen diesen Dialog und wir brauchen ihn auch, das sage ich jetzt nochmal vielleicht das letzte Wort, so aus jüngster Erfahrung, wo es in Jena Streit gab an der Uni mit bestimmten christlich-fundamentalistischen Strömungen, dass wir eben auch ich bin ja in der paradoxen Situation, mich unter Umständen gegen verschiedene Seiten abgrenzen zu müssen. Also wir brauchen den Dialog, damit sozusagen auch in dem Bewusstsein, auch das hat vorhin jemand gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schön, dass Humanismus oder eine humane Gesellschaft ist eben kein fertiger Zustand, sondern es ist ein Unterwegssein, es ist ein Gestalten einer Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.